Hallihallo, Hallöchen mit recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Omni 2, dem Omnibus Simulator. Wir schauen uns heute einmal die aktuelle Version des Linienpakets für Hamburg Hafen City an. Das ist nämlich Ende letzten Jahres eine. Ach, der Trecker da so. Ist Ende letzten Jahres eine neue Version veröffentlicht worden für das Linienpaket. Und da fahren wir jetzt heute mal eine Schnellbuslinie draus. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Und zwar die 37. Das ist ein Teilstück der realen 37, das auf einem Teilstück eben dem realen Linienweg folgt. Das Ganze ist eben tatsächlich nur eine Linienerweiterung, die entsprechend... guck mal, ein Testbus scheinbar. Es ist nur eine Erweiterung bezüglich Fahrplänen und Co. Die Karte an sich ist eben nicht erweitert, sondern das fahren eben tatsächlich nur mehr Linien, die dann eben auf Teilstücken, auf denen sie auf der Karte eben real dargestellt werden können, real dargestellt werden. So, und es gibt eine Stadtrundfahrt, viele tolle andere Sachen. Wir schauen uns heute aber mal den Schnellbus an, da ich nämlich für den Facelift Ü, den wir jetzt hier einsetzen werden, ein passendes Repaint gefunden habe hier von der Hochbahn. Schnellbus mit den Ü-Sitzen. Genau, und hinten auch sieht folgendermaßen aus. So. Da sind ein paar Busse unterwegs. Gut. Wunderbar. Also es ist entsprechend mehr KI-Verkehr, dadurch mehr Linienverkehren. So, wir fahren das ganze Ding mal hoch. Prügeln da mal ein bisschen was an der Heizung. Ja, ihr müsst mal gucken, Linienweg und so könnte sein, dass wir ein bisschen, ne, also wir fahren jetzt einmal 1, 2, 3, 4, Kollege. Da stehe ich. Da stehe ich jetzt, da kannst du uns nicht hin. Meine Güte. Wenn mal die, wobei das machen wir, wenn wir später am Ding stehen, am, kann ich ein bisschen nach hinten, ich kann ein bisschen nach hinten. So, wenn er also unbedingt möchte, kann er da jetzt gerne hinfahren. Wir fahren auch mit ZF-Getriebe. So, also bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher über die Ausstattung der... der Schnellbus in Hamburg. Versuche das jetzt halbwegs nachzubilden. Ich hoffe, das passt. Wir fahren vorne los. Das heißt, hier ist eigentlich noch falsch, warum wir mit wollen. Wobei, die warten wahrscheinlich auch gar nicht auf mich. Wahrscheinlich auf den Kollegen. So... Okay, es ist ein bisschen schlitterig. Darauf sollte ich mich einstellen. Ansonsten haben wir auch keine Hilfspfeile. Bedeutet, ich muss immer mal ein bisschen gucken. So, scheinbar ging es hier los. Oder wird es hier losgehen? Jetzt schauen wir mal. So, das passt natürlich jetzt nicht. Ich möchte jetzt erstmal die 37 Route 1 schildern. Große Bergstraße stimmt natürlich nicht. Wir starten erstmal am Bahnhof Altona. Wenn nicht, stellen wir das später ein. Ach, in die falsche Richtung. Gut. Okay. Das geht scheinbar so zu. Das ist okay. Das ist akzeptiert. Bahnhof Altona. Um 57. Das ist aber schon jetzt, ne? Ah, 57 und ein bisschen. Okay. Ich habe deswegen mal die dynamischen Hilfspfeile aktiviert. Ja. Damit ich im Zweifel mich danach ein bisschen orientieren kann, weil eben aufgrund der doch sehr vielzähligen Linien nicht noch. Das ist jetzt aber schon rot. Auch wenn es rutscht. Ja, okay. So, was haben wir da vorne? Schönes Fahren. Fahrtende. Na gut. Unser erster halt die große Bergstraße. Dann über die Reeperbahn. Erstmal über den Hauptbahnhof. Und. Also Rathausmarkt, Hauptbahnhof. Und dann. Glaube ich, über den Borgweg zum Oberhof Alsterdorf. Ja, genau. Also das heißt, hier werden auch teilweise die, ne, zwar auf der Karte dargestellten Bereiche, aber bisher nicht für Linienfahrt benutzten Bereiche genutzt. So, wie oft kann man genutzt in einem Satz verwenden? Ja. So, da sollten wir nach links. Bin ich mir zumindest ein bisschen sicher. Also ich fahre zwischendrin wahrscheinlich mal gefühlt immer einmal zu oft nach Gefühl, weil wir es dann wahrscheinlich jedes Mal verkacken werden, aber... Tja, wir probieren das einfach mal aus. So, ich hoffe auch, dass es hier gleich warm wird im Bus. Das ist ja schön kalt hier in Hamburg. So, können wir bitte irgendwie fahren oder so? Schneller. Schneller. Das ist das Wort mit dem Gaspedal. Dankeschön.
Ja, okay. Irgendwie, ich sollte nicht so krass auf Gas treten. Das Getriebe beschwert sich dann. Wie die Fahrgäste auch. Okay. Auf der Geraden können wir ein bisschen den Schnellbus hier da, ne? Vorleben. Genau, wir halten da nicht, aber wir müssen halt im Endeffekt da irgendwie so geradeaus links. Ich glaube, das ist dann über hier und dann müssen wir uns da durchdrängeln. Ja, ich guck mal, ob ich das finde. Sehen wir jetzt ein paar Linienwege hier. So, darf ich vor dir fahren? Das ist ein Nein. Ja, okay. Ich habe mich auch echt asozial vorgedrängelt. Das möchte ich mal angemerkt haben. So. Ich glaube, ich darf dann da. Genau. Einmal nach links. So, ansonsten würden wir zum Beispiel mit der 688, wenn wir da geradeaus fahren. Bedeutet, wir nutzen jetzt mal so einen kleinen alternativen Linienweg. So. Ey. Das sieht aber irgendwie so mittelmäßig offiziell aus. Aber warte mal. Die fährt ja, ach nee, schon, die fährt ja, ne, nur in die andere Richtung da lang. Darf ich jetzt hier geradeaus weiter? Ja, ich darf hier geradeaus weiter. Du wartest. Dann fahr halt auch. Dann fahr bitte auch, wenn du schon mir den Platz da wegnimmst. Ich lasse mal das Standlicht drin, da kann ich ja ein bisschen besser mit der Lichthupe Leute nötigen. So. So, hier aber die Halde. Okay, wir fahren ja im Endeffekt durch nicht ganz so autorisierte Map-Bereiche. Darauf müsste man sich unter Umständen vielleicht einstellen. So. Ihr wollt mit, das heißt, hier sind wir richtig, ne? Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Okay. Ja, ich darf nicht so krass Gas geben. So. Wir fahren jetzt zur S-Bahnhof Reeperbahn. Das heißt, wir müssten prinzipiell eh irgendwie hier lang. Das passt gar nicht. Okay, dann ist das ein Bereich, der, glaube ich, halt absolut, ja, nicht wirklich zum Durchfahren gedacht ist. Oder das ist, ne, das stelle ich jetzt einfach mal genauso vor, wie es ist. Das sind zum Beispiel die Bereiche in Hamburg, da wäre man sonst jetzt nicht durchgefahren. Das ist wahrscheinlich ein kleiner Absatz, war gar nicht so schlimm. So, also mit den. Ah, da sind wir dann richtig, okay. Also mit den dynamischen Hilfspfeilen kommen wir halt zumindest an, weil wir halt eben wissen, wo wir im Zweifel lang müssen, weil wir genau dem Linienweg eben folgen können, so wie der da gezeichnet wurde. Deswegen werde ich diese Hilfe doch das ein oder andere Mal in Anspruch nehmen. So, dann ich stelle mir den aber auch mal auf den Fahrplan. Das kann ich ein bisschen besser erkennen. Okay, über die Michaeliskirche. Okay, das heißt, wir fahren da noch nicht so direkt. Ja, okay. Alter. ZF-Skript, chill mal bitte ein bisschen. Es ist glatt, ich weiß. Okay, ich beschleunige jetzt noch etwas langsamer. So, bedeutet, hier fahren wir da vorne zum Beispiel durch. So, ich bin ein Schnellbus. Gut. Wer ist diese blöde Fußgängerampel hier? Yes, gut. Ich glaube, anders kommst du aber auch wirklich nicht rüber, als wenn du da dann. Okay, das heißt, wir fahren ein bisschen. Ich habe mir irgendwie gedacht, so weit ist das doch gar nicht. Bahnhof Altona nach Uralsterdorf. So. Dann fährt man auch mal bei Tag lang. Also für den ein oder anderen Streckenabschnitt, zumindest in der Originalversion des Hamburg Get und so, nicht der Fall ist. So. Das wäre S-Bahnhof Reeperbahn. Schönen guten Tag, die Dame. Hallo. Hier halten wir dann scheinbar überall. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einfach mal ein bisschen nicht ganz so schnell fahren. Dafür ein bisschen bei Zeiten hier weg. Und guck mal, tagsüber ist ja richtig. Passt gerade noch zur aktuellen Zeit. Ist wahrscheinlich noch genauso wenig los hier. Ach ja. So, und da wir über noch St. Pauli fahren, ist das ja geradeaus. Wir müssen irgendwo abbiegen oder so, ne?
So. Ach, ich habe mich auch gerade gefragt, warum haben wir nicht diese Connectors da im, in der AI-Liste? Liegt einfach nur daran, dass ich das mal getestet hatte. Im Stream. Ob die denn auch als KI fahren. Und ja, die fahren scheinbar auch als KI. So, warte mal, haben wir denn einen Damenblick in den Fahrgastraum? So, also keine außen schwenkt. Dann kommt er auch noch mit hier. Wir sind ein bisschen früher dran, ne? Moin. Boah, gut, jetzt haben wir ja auch nochmal ein Minütchen, ne? Das könnten wir ja eigentlich auch mal ein bisschen, gesagt, so indirekt absitzen. Will das noch jemand mit? Nicht? Gut. So. Gut, dann sind wir wieder im Zeitplan. Ach, guck mal, fantastisch hier. Spiel war aber gefährlich nah. Schon wieder rot. Natürlich. Gut, der bringt einem Schnellbus natürlich auch richtig viel. Wenn man da oder an der roten Ampel steht. Ja, aber er wird schon irgendwo seine Berechtigung haben. Ansonsten gibt es natürlich noch Alternativen für längere Strecken. Die Bahn, die Hochbahn, also U-Bahn, dann S-Bahn, kann man ja alles machen. Notfalls, gut, ich habe im Regionalzug, kommst du dann nicht so gut von A nach B. Die sind wirklich eher dafür gedacht, um dann ein bisschen in die Außenbezirke zu kommen. So, ist das schon wieder rot? Ist das echt euer Ernst? Ich fährt bei der Nacht lacht langsam mal drüber oder warum fällt einem das dann nicht auf, dass du in jeder Ampel stehen bleibst? Das ist anstrengend. Okay, wir können aber, glaube ich, mal die Standheizung ausschalten und die Umluft. So. Was sagt denn der Temperatur? Ja, eben. Wollte ich nämlich gerade sagen. Die 20 Grad hören sich ganz angenehm an. Ja, genau. Vorne dürfen wir dann da einmal auch an die Haltestelle hin. Das ist eigentlich den Retarder sollte man auch ausschalten, wenn es ein bisschen glatt ist. Aber ich lasse das jetzt mal. Gut, danach muss ich ein bisschen gucken, wo wir langfahren. Also ich glaube, wir fahren da vorne an der Kreuzung nicht schräg links, sondern irgendwie so geradeaus. Ja, schauen wir mal. Rathausmarkt hat man Platz, okay. Dazwischendrin müsste ich dann halt mal gucken, wo wir lang müssen. Danach ist dann nach folgendem erstmal Linienweg der 6, weil das so, nur wenn das Einzige ist, was dann in die Richtung fährt. Ja, und dann natürlich die Endhaltestelle Uralsterdorf ist ja sowieso dann ein bisschen woanders, als das jetzt eigentlich hier der Fall wäre bei der Linie. Alter, das Ampelphase in Großstädten. Ich glaube, ich weiß, warum ich eigentlich ein Fan von Überland bin. Ja, sonst so bei euch steht ja auch immer gerne an Ampeln. Ja, schöne Lebenszeit, ne? Zumindest ist es im Bus warm. Das ist ja hoffentlich ganz... Ach nee, da vorne ist es mal rein, ne? So, hier ist das. Südele. Schönen guten Tag. Hallo. Ich hätte sich auch ein bisschen, ich sag mal, eine etwas stoischere Version des Schnellbus nehmen können. Also gibt ja... Für den O303 gibt es ja passende Repaints für... Oh, gibt echt, ja, gibt ja einige. So, wir dürfen da geradeaus. So. Der O307 oder sowas. Also da sind tatsächlich des Häufigeren immer Busse, die eher Überlandausstattung aufweisen oder eben sogar Überlandbusse. Das sind Überlandvarianten der jeweiligen Busse. Zum Einsatz gekommen und ja, entsprechend jetzt eben in der Generation sind wir beim Facelift gelandet. Ja, ne, ist ja ganz interessant. Immer blups, 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 zumindest bis das letzte Mal da. Ja, ne, also war ja auch immer so, dass du dann einen extra so einen Fahrschein brauchst für den Bus oder sowas, was für. Wenn ihr da als Touri unterwegs bist, gar nicht das große Problem, weil wenn du dieses komische Touri-Ticket hast, ist bestimmt auch für einen ein bisschen recht nervig, dass die blöden Touris da mit dem Schnellbus fahren dürfen. Ohne Aufpreis, weil der dann im Ding dabei ist. Ach, guck mal, da vorne, oder nämlich Edeskirche.
Ich würde ganz gerne ein bisschen schneller unterwegs sein, als die da und abbiegen. So. Okay, dann kommen wir jetzt auf den Teil des Linienwegs. Ja, ne, oder halt dann eben mit entsprechendem Aufpreis. Gab es bestimmt noch auf die Monatskarte. Wir haben das immer gesehen, das ist immer so als erste Klasse Bus gehandelt. Das ist ja ganz interessant. Gut, stimmt natürlich auch, also wenn du den ausstattungstechnisch nicht mit den anderen vergleichst, es ist ja nicht nur so, dass er weniger oft hält, wie jetzt in anderen Städten, was mit Berlin als Beispiel zu nehmen, sondern, okay, da halten wir auch tatsächlich, sondern das ist ja auch tatsächlich so, dass der Bus eine luxuriösere Ausstattung aufweist. Also Leute im Überlandverkehr denken sich so, ja okay, aber das habe ich auch bei mir auf Überlandlinie, aber für den Stadtverkehr ist es halt tatsächlich das Ding. Man muss natürlich trotzdem hoffen, einen Platz zu kriegen, sonst bringt einmal die coolste Ausstattung nichts. Ich vermute mal, die waren noch weniger gut besucht. Also keine Ahnung. Also wie das aktuell mit den Thema Schnellbus in Hamburg steht. So, schönen guten Tag, hallo. Hallo. Aber wen alle hier aussteigen? Haben sich alle beschwert? Oder steigen die einfach so aus, weil die Bock haben jetzt? Okay. Gut, das ist ein bisschen leichter. Dann kommen wir ein bisschen schneller vorwärts. Nichts, worüber ich mich jetzt beschweren würde. So, dann dürfen wir noch mal ganz kurz hier gucken. Das ist eher so mittlere Spur, okay. Ja, ich glaube, ihr versteht jetzt auch schon, warum ich da jetzt nicht dauerhaft mit den Pfeilen fahre. Das ist ein bisschen, ich sag mal, einnehmend. Das ist, wenn die Karte halt nicht drauf optimiert ist. Jetzt Hamburg beispielsweise. Da ist es halt absolut hässlich, da damit zu fahren. Aber es ist eine sehr überschaubare Anzahl Linien immer gewesen. Deswegen ist man da ganz gut mit dem nicht dynamischen Hilfspfeilsystem ausgekommen. Mir fällt gerade auf, wenn ich dynamisches Hilfspfeilsystem sage, dass ich das besser sage, wenn man einen Schluck Wasser getrunken hat. Also, ich werde mal ganz kurz. So, das ist da vorne irgendwo links gewesen. Wait a minute. Ja, ne, wir schlängeln uns da mal irgendwo links rein. Passt. Ach, guck mal, fahr bitte, ist grün. Ich möchte ungern auf dich darauf schlittern. Ah, hier finde ich einen schönen Bereich tatsächlich. Hier finde ich cool, wenn du da so unter den unter der Hochbahn durchfährst. Ich glaube, da müssen wir dann hier nach rechts, so wie die Linie 6. Jo. Eher nicht, das heißt, ich darf doch auch mal dran vorbei. Ah, ist ein cooler Bereich hier. So, hier mit dem Solobus, mit dem auch ganz gut hier über Kurven kommt. So, seid ihr das, die ich mitlassen müsste? Ja, Tatsache, scheinbar, sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht einsteigen, ne? Großer, ja, passt. Gut, dann sind wir ja erstmal, ich sag mal, auf Standard-Hamburg-Bereich gleich. Da kommen wir zum Rathausmarkt. Ach ja. Heißt, jetzt fahren wir eben ein bisschen Linie 6, hätte ich so gesagt, vom Gefühl her. Ah, das ASR. Die ASR. Die Anti-Schlupf-Regelung. So, möchte ich mal angemerkt haben. Möchte auch bitte gerne richtig benannt werden. Ach ja, gibt aber generell so viele Worte, wo man immer das Artikel davor falsch setzt. Das Artikel, ich schwöre. Mod. Das ist die Modifikation, nicht der Mod. DLC ist auch so ein Klassiker. Der Downloadable Content, also der Content und nicht das DLC. Ja, das Omsi Hamburg DLC. Der Downloadable Content. Ach ja. Gibt so viele schöne, tolle Sachen, die man immer wieder failt. So. So. Ja, man sollte stehen bleiben, ne? Schönen guten Tag. Einmal einsteigen, die Herrschaften und Damenschaften. Hallo. So, da fahren wir mal unsere 25. sind das. Ja, komm. Dann tucken wir mal echt schön durch die Gegend, ne? So. Ach so, ja. Radfahrer müssen wir auch noch beachten. Please, meinst du Radfahrer? So. Trottel, Trottel. Biegst du ab? Nee, du sorgst zumindest dafür, dass der da nicht fährt. Aha, ich guck da nicht hin. Unfall. Ich hab hingeguckt. Macht jetzt Fahrerflucht.
geht gar nicht, Kollege. Da dich da meine ich, ne? Darfst du überhaupt lang fahren? Aber er fährt viel zu schnell. Fährst er viel zu schnell, ist kalt draußen. Ist das hier schon Gerhard Hauptbahnplatz oder ist das erst eins weiter? Ne, das andere ist der Hauptbahnhof Münckebergstraße, ne? Ja. Das bedeutet, wir halten auch hier. So, schönen guten Tag, hallo. Moin. Hallo. Das Ding ist, ich bin gerade so ein bisschen am Ausbaldobern, wie ich das Linienkonzept jetzt gemacht hätte, wenn ich jetzt dafür verantwortlich gewesen wäre. Also, jetzt in Hamburg in real gesehen. Weil das Ding ist, du musst ja, eine Schnellbuslinie bietet sich immer da an, wo du dann weniger Schienenverbindungen hinderst, aber die Leute trotzdem recht lange Strecken halbwegs komfortabel zurücklegen wollen. Im Idealfall umsteigefrei. Das heißt, du musst halt auch im Zentrum häufig halten, weil da wollen halt auch viele Leute einfach hin. Du musst halt auch verhindern, dass die Leute um jetzt da, ne, hier kannst du mit dem Stadtbus auch schön langfahren, der richtig viel Kapazität hat hier, die Straße zum Beispiel. So Rathausmarkt, Hauptbahnhof zum Beispiel, die Relation. Die kannst du in so vielen Linien fahren, aber du musstest ja eigentlich die Leute davon abhalten, dass die wegen so weit jetzt den, ich sag mal doch, recht kleinen Schnellbus belegen. Und da ist halt tatsächlich eine, ich sag mal, hatte ich auch Hauptbahnhof Munke? Ja, wollte gerade sagen. Da ist halt tatsächlich eine recht logische Konsequenz daraus zu sagen, kostet halt Aufschlag und dann wird halt keiner in dem Bereich hier extra mit der Linie da fahren, sondern wird halt auf einen normalen Stadtbus warten, weil die keinen Aufschlag kostet. Weil ich meine, ne, ich kann mich jetzt da zumindest ein bisschen in die Lage eines solchen Städteplaners, oder man kann sich ganz gut in sowas hineinversetzen, wenn man jetzt sowas wie Transport Fever, das ja die Skylines spielt. Da ist es ja auch folgendermaßen, du hast dann teilweise parallel verkehrende Linien oder eine, die hast du eigentlich dafür gedacht, dass die Leute vom Land irgendwo hier in die Stadt reinkommen und dann hältst du ein paar Mal in der Stadt. Aber eigentlich möchtest du ja verhindern, dass die Leute innerhalb der Stadt dann deine Überlandlinie benutzen. Ja, die Dinger sinnlos verstopfen. Schlimmer ist es noch, wenn du aus der Innenstadt rausfährst. Wenn du aus dem Hauptbahnhof jetzt 50 Leute stehen, in deinem Bus passen 50 Leute. Nee, noch was mal auf 100 Leute stehen. 50 wollen dahin, wo dein Bus hinfährt. Dein Bus hat 50 Kapazität, also eigentlich top. Jetzt ist das Problem, dass ein paar Leute, oder nee, die anderen 50, die da sonst noch rumstehen, die wollen auch einsteigen, aber die wollen nur ein kleines Teilstück mit deinem Bus fahren. Die könnten aber auch gut und gerne mit einer anderen Linie fahren jetzt. Steigen halt 25 ein, die wirklich mit dem Schnellbus fahren müssen, weil die sonst irgendwo hinkommen. Aber auch 25 von den anderen Deppen. Und da kommen wir 25 halt, ne, in der ersten Iteration da an, wo sie hinwollen. Bedeutet, das ist eigentlich, dämlich. Versteht mal ein bisschen, was ich meine? Also das sind Punkte A, B und C. 100 Leute stehen in A. 50 wollen nach B, 50 wollen nach C. So, dein Schnellbus ist eigentlich dafür gedacht, die Leute nach C zu bringen. Jetzt teilen sich aber die Leute so auf, dass von jeder Gruppe jeweils die Hälfte einsteigt in den Bus, weil der sonst voll ist. Hallo? Und die Leute, die ja mit der anderen Linie zu B fahren können, fahren trotzdem mit der Linie. Und das ist halt dämlich, weil, ja, du damit dann die Kapazität des Busses mega wastest. Hallo. Weil man halt für solche Linien sonst keinen Gelenkbus aussetzen würde, weil der dann nach außen hin halt, er versteht, glaube ich, was ich meine. Von daher finde ich es gar nicht so krass negativ, dass das... Ach, immer jemand mit. Ja, meine Güte, dann steigen sie halt ein. Guten Tag. So, Abfahrt hier, ne? Ja, ist eigentlich, ne? Ihr versteht, glaube ich, ein bisschen, was ich meine. Und wenn ich jetzt dann quasi die Anzahl der Busse auf der Linie verdoppeln würde, damit ich alle mitbekomme, hier ist das Problem, dass nach außerhalb keiner mehr mitfährt oder sehr wenige, dass er dann nur sehr schlecht gefüllt ist, weil die wollen alle im Innenstadtbereich bleiben. Ja. Da kannst du in Spielen natürlich jetzt einstellen, ja, hier nur Einstieg, hier nur Ausstieg. Die ist halt in der, ja, in der Realität eher unpraktikabel. Gibt es auch. Also kenne ich auch noch von früher, dass wenn du in eine Stadt fährst und Regionalbuslinien halten, teilweise nicht überall und teilweise auch nur zum Ausstieg, damit eben genau das nicht passiert. Mit Leute da dann eben nicht das als Stadtbus missbrauchen, der... Ach ja, guck mal, der ist da sogar noch eine Minute schneller da, weil der da an der Einhaltstelle durchfährt oder sowas. Ja, das ist halt irgendwie so das, das ist so das Ding. Leute
kann man sich selber auch nicht davon frei machen. Man will halt eigentlich immer möglichst schnell und möglichst komfortabel irgendwie ans Ziel kommen. Und das kann halt auch manchmal der Schnellbus sein. So ist er nicht. So, was ist der nächste Halt? AK St. Georg. Da fragst du mich jetzt aber was. Da bin ich jetzt überfracht. Nee, Fracht transportierst du nicht. Wobei, Fahrgäste sind ja gewissermaßen auch Fracht. Also ich vermute mal, ihr als Fahrgast würdet eher ungern als Fracht bezeichnet würden. Die dürfen nicht mit. Das ist nicht AK St. Georg. Scheinbar nicht. Haha. Ihr müsst mit der Linie 6 fahren. So. Mein Beileid. Ja, wobei die ja auch nicht selten und sowas, ne? Das ist ja alles irgendwie. In der Innenstadt hast du eh wenig Probleme mit Takten und so einem Stuff. Das ist ja eh, der Mac ist auf so einem hohen Niveau. Wenn ihr das mit dem, ja, Joshua Dorfkind, bliblablubla, der kennt das noch mit. Ja, ist halt echt so. Also dieses Dorfkindige steckt halt noch mega in einem drin. Dass du jeden Bus, jeden Zug, egal was du nehmen möchtest, genau den dann irgendwie erreichst. Hätten wir doch alle drüber gepasst. Das war jetzt, das meinte ich nicht mit, ihr hättet noch rüber gepasst, sondern eher, wenn ihr da nicht so, ist okay. Also, dass du halt eher dich darauf fixierst, welchen Bus genau du nimmst, auch wenn er alle 5 bis 10 Minuten oder sowas kommt und den dann auch einhältst, weil du es halt gewohnt bist, dass du sonst im Land damals 2-3 Stunden wartest, bis das nächste kommt, wenn du überhaupt. Heißt das, ich nehme genau das, was geplant wurde, ich plane das genau so. Das ist echt so, so ein, bei mir gefühlt so ein Überbleibsel aus dem Dorfkind sein, weil du halt das einfach nicht anders kennst. Und selbst jetzt, wo du die Möglichkeit hast, wo du sagst, ja, komm, feier 5 Minuten spät oder so, das ist auch kein Problem. Irgendwie, nee, seh ich einfach nicht. So, das ist jetzt AK St. Georg, ne? Ey, das müsste passen. So. Steigt ihr mal ein Gefolge? Was steht denn da auf der... Schnellbus, ja, wunderbar. Genau, ich weiß nicht, ob ich das vorher schon erzählt habe, also der Bus stellt sein eigentliches Ziel, also seine eigentliche Endhaltestelle, die halt nicht dargestellt ist. Das heißt, wir fahren, ne, nicht ganz so weit, sondern, ja, ich glaube, er versteht das halbwegs, was ich meine, so. Jetzt fahren wir hier einfach, oh, das sieht schon sehr lustig aus. Ich bin auch noch da, Leute. Die linkste Bieger so, ja, ist okay. So, dann fahren wir auch mal hier rüber. Das ist grün. Ich bin ein Schnellbus, ich muss schnell fahren. Ja, ich glaube, das ist der... Das ist das, was Schnellbus meint. So, hier brauche ich dann doch nochmal ein bisschen Unterstützung. Muss ich hier halten? Nee, scheinbar nicht. So, dann nach rechts. Dann luge ich einmal ganz kurz. Ach, weißt du, da könnte ich jetzt ja fahren. Ach, nee, könnte ich nicht. Ich dachte, ich könnte da vorne einmal abbiegen. So, wir müssen da lang und da vorne links und dann, okay. Ja, ich mag das nicht, wenn da 100.000 Pfeile sind. Navigation. Ja, es gibt Alternativen. I know. Ich hatte gedacht, da macht Musik da eine. Oh, ich weiß auch nicht, warum die in Englisch das auch immer sagen. Da, ja, I know. Oh, das ist... Okay, nee, ist schlechter Witz. Über Dialekte macht man sich nicht lustig. Immerhin erkenne ich ja mit meinem Zehner, der auch komme, geh. Guck, ich feier Molle, das ist der Zehner, der noch Finch. Kann jeder besser rausgeben, du. So, vorne nach links. Liebes Taxi, du bist doch auch dran interessiert, dass du die Leute zügig von A nach B bringst. Achso, das ist eine Busspur, habe ich nicht gesehen. Aufgrund der, ich sag mal, sehr ähnlichen Färbung von gefrorener Straße und Busbeschriftung. So. Da müssen wir uns aber anhalten, ne? Müssen wir hier anhalten? Ich halte einfach mal an. Ich glaube, ja. Ja, genau. Hier ständen wir dran. Die aber alle aussteigen hier. Die hätten alle mit der 6 fahren können. Das meine ich ja nämlich. Ja, aber keiner entlastet natürlich auf den inneren Strecken. So, einfach erstmal geradeaus. Gut.
muss sagen, ich bin die 6 echt selten gefahren. Das heißt, ich bin jetzt gar nicht mehr so, dass ich jetzt sagen könnte, ah ja, ja, bis hier Borgweg einfach folgen, blablabla, ne, weiß ich Bescheid. Irgendwie selten gefahren. Also wenn ich mal... Gut, Hamburg tatsächlich kam ich jetzt halt echt selten raus, obwohl es echt schöne Add-ons immer noch sind. Also Hamburg ist ja gerade Hamburg Tag und Nacht, also die 109 und 688 sind ja eines der ältesten Strecken-Add-ons überhaupt für OMSI. Und hat aber, finde ich, trotzdem richtig krass Maßstäbe gesetzt mit ne, Kreuzungen, reale Straßenführung, sehr viele reale Gebäude und was du nicht alles gesehen hast. So, müssen wir hier anhalten. Mühlkamp-Hofweg. Nee. Tschüssi. Bin der Schnellbus, ne? Ich mal angemerkt haben. So. Ach, Mann. Es schlittert. Ich kann da leider nichts dran ändern. Hätte ich vorhin nicht so getroddelt, hätte ich gewusst, ob ich da halten müsste oder nicht. Ne? So, das ist kurz da vorne und dann irgendwo so rechts-links-Kombination. Ach ne, erstmal weiter geradeaus. Gut. Ja, ich stehe da gut, hätte ich gesagt, ne? Und nicht dreckig, der Bus, das ist gut. Ist im Top-Zustand. So, du wartest, das ist sehr freundlich von dir. Ich sehe immer auch ganz gut Schnellbussen eigentlich, wenn das mit der Anforderung da funktioniert hätte. Muss ich da anhalten? Zimmerstraße. Ne, das ist nicht Mühlkamp-Hofweg. Gut, Achtung, Dudut. Ja, soweit ist das schon ganz praktisch, hier durchfahren zu können. Ich meine, klar, ich finde, bei einem Bus hast du halt natürlich weit weniger Fahrzeitgewinn, wenn du durchfährst, statt bei einem Zug beispielsweise, also bei einer Bahn, ist das halt mit dem Anhalten, Bremsen, ist die ganze Geschichte wesentlich aufwendiger als, zeitaufwendiger als bei einem Bus, aber ja, die ist mit dem Durchfahren unterm Schnitt trotzdem schneller, sonst wird es auch, glaube ich, nicht unbedingt Schnellbusse geben in vielen Städten, das ist ja, auch teilweise sind das ja die... Ob die jetzt mit X gekennzeichnet sind, mit SB, wie in Hamburg, dass da Schnellbus da noch drauf steht, das ist ja erstmal prinzipiell egal, aber die bilden ja in vielen Städten halt eben so eine Alternative zwischen U-Bahn und Bus, so von der Höherwertigkeit des Verkehrsmittels. Eine U-Bahn ist nicht hochwertig, ja, habe ich ja nicht gemeint, aber es gibt ja diese, ne, Ranghochkategorien, whatever. So, müssen wir da den anhalten? Ich vermute mal eher nicht, ne? Goldbergplatz. Ah, ne, das ist der da vorne. Das ist nicht der Goldbergplatz. So, der Fahrradstreifen hat scheinbar ein... Das ist rot. Der Fahrradstreifen hatte scheinbar eine Fußbodenheizung. Da passt. So, Goldbergplatz ist ja auch die eine Zwischenendhaltestelle. Jetzt haben wir wieder eine halbe Stunde. Ah, ich folge mir immer so lang zur Zeit. Meine Güte. Da kommen wir schon wieder nicht in einer Dreiviertelstunde raus. Das ist halt nämlich. Die sind safe nicht bei Rot, bei Grün auf die Straße gegangen. Die waren doch schon. Also, ach, Kinders. Es schneit und ich will ankommen. Also, es schneit gerade nicht, aber. Was nicht ist, kann noch passieren. Wie die Tomaten. Die können auch passiert werden. Vielleicht ein bisschen schneller fahren, nur weil da ein Fahrer auf seinem Radstreifen fährt, heißt das noch lange nicht, dass du auch so langsam fahren musst. So. So, Goldbergplatz. Ich höre wieder ein paar Leute. Es ist eng mal hier. Ich höre wieder ein paar Leute aufstehen. So. Wollt ihr mit? Ah, okay, er möchte mit. So, Hallöchen. Moin. Viele mal aussteigen hier. Krasser Shit. Fahren wir jetzt... Okay.
gar nicht mal so viele Leute durch die Gegend. Belastend. So. Das heißt, wir hatten so noch einen Borgweg. Ah, genau, dann geht es quasi über diesen direkten Weg zum U-Bahnhof Alsterdorf. Der ja auch so ein Zusatzding ist, der mit Hafen City gekommen ist. Weil, ne, die beiden Endhaltestellen sind nicht allzu weit voneinander entfernt. Da ist dann auch noch der Betriebshof, der neue in der Nähe. Und ich weiß, hier sind 30. Ja, ich bin ein Schnellbus. Mensch. Versteht das mal einer? Meine Probleme mit einem Schnellbus. Ich fahre langsam. Es passt nicht zusammen. Das widerstrebt meinem Freiheitsgedanken. Ich möchte hier gerne. Es schreckt meine persönliche Freiheit ein, dass ich hier 30 fahren muss. Ist unfassbar, was. Na komm. Da reite ich jetzt nicht rauf rum. Nee. Aber es ist schon, also ich sehe das einfach nicht ein. Weißt du, an anderen Stellen, okay, aber hier 30. Nee. Was da wohl auch als nächstes kommt als Regelung. Weißt du, wollen die irgendwann, dass ich dann noch eine Schrittgeschwindigkeit fahre? Das mache ich nicht mit, das muss ich nicht mit mir machen. Das okay, sorry. Immer ganz belustigend. So, nächste Station, U-Bahnhof Borgweg. Und das ist grün. Da muss ich mir übrigens auch einen der 100 Bussteige da aussuchen. Also ich vermute mal nicht, dass da die in Gegenrichtung sind, sondern wir werden in einen der Richtung haben. Aber es hat trotzdem nicht, dass sie sich einfach finden lassen. Ne? So, da, wo diese zwei Nupsis sind. Da kann man mal ganz gut sehen, wenn da händisch... gut, ich kann natürlich auch dann eins weiter vorne, aber ja, hier ist auch ein Schild. So. Wenn in händisch hat nochmal zusätzlich Hilfspfeile platziert wurden... Ach so, da wollte gar keiner aussteigen. Gut, dass ich angehalten habe. So. Jetzt geht es da im Endeffekt da vorne geradeaus. Ich weiß noch nicht, wo die Haltestelle Stadtpark ist. So, das heißt, da müsste ich ein bisschen drauf gefasst sein. Genau, da lassen wir hier durch. Nächste Haltestelle, Stadtpark, Planetarium. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So. Ja, das sieht man, glaube ich, dass das eher so Betriebsfahrtsweg ist. Der hat auch Fußbodenheizung eingebaut. Deswegen ist hier kein Schnee. Wobei, ich vermute mal sogar wirklich, wenn es jetzt krass schneien würde. So, das dann trotzdem. Okay, nee. Der würde trotzdem nicht sein. Beruhigend. Warte mal. So. Da vorne, Haltestelle im Stadtpark. Leute können aussteigen gleich und machen Spaziergang, aber geil nach da, oder? Ach doch, die wollen ja aussteigen. Mitten in der Pampa. Ja, das nennt sich Park. Ja! Fängt gleich Anfangsbuchstaben an. So, tschüssi. So, Pferdefahrgäste, bitte beachten Sie unser nächster U-Bahnhof Alsterdorf. Diese Fahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Zu weiter Fahrt. Nutzen Sie bitte den nachfolgenden Linienwagen. Dankeschön. Guck mal, da vorne ist wieder Schnee. So, genau. Das neue Depot würde dann einmal hier abzweigen. Und für uns geht es ja dann immer geradeaus. Ich glaube, U-Bahnhof Alsterdorf, das finde ich hoffentlich. Jo, dann sind wir auch tatsächlich gleich da. Sonst noch, was hier, stehen wir noch ein bisschen. Oh, unsere 100.000 Fahrgäste, die wir nicht mehr haben. Ja. Das wurde gegen Ende echt dünn, aber die sind gut ausgestiegen. Das finde ich besser, als wenn die alle bis zum Ende mitfahren. Eieiei. Verschluck dich mal nicht hier. Am Anfang ist das, ja, ZF ist da halt recht ruppig. Und ja, vor allem jetzt hat der Ekomat. Das ist rot. Ist das da vorne eigentlich die Brücke am U-Bahnhof Alsterdorf oder nicht? Oder müsste ich jetzt hier irgendwo abbiegen? Ne, passt eigentlich. Das ist dann da vorne, irgendwo links. Und da wäre dann unser Ende. So, wo genau müssen wir da hin? Ach ne, geradeaus weiter.
Ah, wenden, da vorne, gut. Nicht halten da, sondern, ah, da andere Seite. Gut, dann drehen hier und halten drüben. Gut, dafür wird wahrscheinlich dieser Trenner hier sein, der den Grünstreifen trennt. So, hier steigt trotzdem keiner aus. Das wäre nur der Pausenplatz. Hier vorne dürfte aussteigen, liebe Leute. So. Ja. Die Fahrt endet hier oder so. Ach komm, ist jetzt egal. Warte nicht, warte mal. Ich probiere mal, war nicht 941, nicht. Ach Mann. Nee. Ach, okay. Ich kenne die Ziele ja da absolut nicht mehr auswendig. Gut. Dann hätte ich trotzdem gesagt. So, was Schönes, das ist der Bus. Ich würde sagen, ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Macht's gut. Bis zum nächsten Video vom Let's Play. Und Sie zeigen euch gerne woanders. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.